So, da bin ich wieder, heute mal wieder mit einem Binance-Video. Das hat sich der Johnny gewünscht, dass ich mal da über Binance ein Video machen soll, was da jetzt regulatorisch los ist, wieso ich jetzt so langsam meine Kryptos dort abziehe. Wir werden uns alles ganz genau anschauen. Wir werden heute ein Deep Dive machen, es wird etwas komplexer. Wir werden uns alle Zusammenhänge genau anschauen und die Warnsignale, die ich sehe, es könnte nämlich auch vielleicht das Ende des Bullenmarktes dann einläuten, jetzt nicht momentan bevorstehend, aber in Zukunft schon mal vorbereitend. Also starten wir ins Video. Also, falls ihr euch noch erinnern könnt, Binance war damals unter Beschuss von allen Seiten. Japan witterte Betrieb ohne Bewilligung, Betriebseinstellung in Ontario zum Jahresende, FCA zeigt klare Kante, ja, Bibabo. Dezentralität als Herausforderung für Aufsichten etc. Alle Links sind wie immer unten in der Videobeschreibung. Also haben alle gegen Binance geschossen sozusagen. Dann waren dann wieder die News, Binance implementiert strikte regulatorische Anforderungen. Dann Glücksbotschaft für Binance, FCA sieht Anforderungen für fast erfüllt. Sogar Trending Topics hat dann noch einen Artikel dazu geschrieben. Kryptobörse Binance meldet 3 Firmensitze in Irland an. Ja, kurz zusammengefasst, sie haben hier ein paar Firmen in Irland schon mal eintragen lassen und ins Firmenregister, wollen halt für regulatorische Sicherheit sorgen, indem sie mit den Regulatoren zusammenarbeiten. Ein paar von euch haben wahrscheinlich auch diese E-Mail bekommen. Also ich gehe es jetzt kurz mit euch durch. Ich habe sie jetzt nur im Textfile drinnen. Also alle, die in Deutschland sind, da werden jetzt dann die Derivate-Positionen geschlossen, also Futures, Options, Margin und Leverage Tokens. Man hat 90 Tage, glaube ich, Zeit, also bis zum Dezember. Ansonsten werden sie dann automatisch geschlossen. Ja? Und man kann zwar Geld noch reinlegen, aber man kann keine neuen Positionen mehr eröffnen. Und ja, die Stock-Tokens haben sie ja auch schon aus dem Angebot rausgenommen. Ja, Withdrawals auf Binance funktionieren auch nur noch über Visa und etwa Cash Account Balance. Also, ja, also es gibt kein normales SEPA mehr zum Ein- oder Auszahlen. Also das ist ein bisschen anstrengend jetzt. Also man muss jetzt eher Kryptowährungen auszahlen, wenn man sein Geld von Binance runterkriegen will. Das ist auch schon mal ein negativer Faktor, den ich da stark sehe. Wir sehen auch in anderen Ländern, da gab es ja auch negative Artikel. Da muss ich mich nur an Bloomberg erinnern. Ja, und hier ist der Bloomberg-Artikel vom 13. Mai. Und da war das erste Mal die Rede von der Untersuchung von US-Steuerfahndern und Anti-Geldwäsche-Fahndern, ja, die Binance untersucht haben. Und dann gab es aber jetzt noch einen zweiten Bloomberg-Artikel, nämlich einen aktuelleren vom 17. September. Und da schreiben sie, US-amerikanische Binance-Untersuchung wird auf möglichen Insiderhandel ausgeweitet. Ja. Ja, es schaut nicht gut aus für Binance US auf jeden Fall. Da geht es immer weiter und ich glaube, da wird noch einiges dazu kommen. Ja. Und ich habe da noch was anderes gelesen, was sich in Kombination mit dem jetzt, es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen verschwörungstheoretisch an, aber ich erkläre dann auch gleich, warum da Zusammenhänge sind. Ja? Und das ist diese News, die hat sogar überall Schlagzeilen gemacht, sogar auf Yahoo Finance. Also der Tether-CEO hat seinen Twitter-Account gelöscht nach einem Untersuchungsreport. Und wir können uns das hier genau durchlesen. Der CEO von Tether, Jean-Louis van der Velde, hat seinen Twitter-Account gelöscht, nachdem ein Bloomberg-Bericht die Absicherung der Reserven des Unternehmens in Frage gestellt hat. Tether hat daraufhin reagiert, den Bericht als irreführend bezeichnet und erklärt, dass USDT vollständig abgesichert ist. Also sie haben behauptet, ja, dass sie ein Dokument erhalten haben, auf dem es zeigt, dass Tether einen Haufen, also Billions of Dollars, auf Short-Term-Loans, also kurzfristigen Darlehens, an große chinesischen Firmen gegeben hat, ja. Und ihr habt das mit Evergrande gehört, ja. Die behaupten zwar, dass sie nicht in Evergrande direkt investiert sind, also Tether hat bestritten, irgendwelche Debt, also Schulden von Evergrande zu halten, ja. Aber Hoegner, also Tethers Anwalt, das war sehr merkwürdig, lehnte es jedoch ab, zu sagen, ob Tether andere chinesische Commercial Papers, also Firmenpapiere, besitzt, die den Tether absichern sozusagen. Ja.
Und ja, ich glaube, Bloomberg ist da wirklich was auf der Spur, ja, weil das alles gehört zu einem größeren Kartenhaus. Ihr werdet euch jetzt auch fragen, was hat USD Tether mit Binance zu tun, ja? Und das kann ich euch anhand von CoinMarketCap ganz kurz zeigen, ja? Also wir sind hier ganz normal auf der CoinMarketCap-Seite, ja, die Seite ist sogar von Binance, ja? Also wir holen uns jetzt Daten, also direkt aus erster Hand über die ganzen Exchanges und wir schauen uns jetzt das Volumen mal an, ja? Also Binance hat ein Riesenvolumen, das sehen wir hier, ja. Also 24 Stunden Volumen, ja. Also, und hier sehen wir die Top 5, die zusammen, ja, fast gar nichts machen, ja. Also im Vergleich zu Binance, ja. Also insgesamt nach unten hin wird es nicht besser. Wir können das Ganze mal nach Volumen pushen, ja. Aber die Mandala Exchange, die nehme ich nicht mit rein, ja. Das schaut nach Fake-Volumen aus und OKX, okay, sage ich ja. Okay, aber wir sehen trotzdem, Binance hält das größte Volumen im Kryptomarkt, ja. Und wenn wir uns das dann genauer anschauen, was sind denn die Paare, die auf Binance jetzt getradet werden, ja? Beim ersten Klick sehen wir schon, USDT ist ganz vorne dabei. Wenn wir das nach Volumen anordnen, sehen wir noch immer, USDT ist ganz oben mit dabei. Ist schon ein bisschen auffällig. Wie schaut denn die Statistik aus in einem Tortendiagramm? Ja? Und hier sehen wir, Quote-Dominanz ist Binance mit 84%, BUSD mit ihr eigener Token, BUSD mit nur 8%, BTC mit 4% und der Rest ist dann auch nochmal 4%. Ja? Also, ja, also ist schon ein bisschen auffällig, dass so viel in USDT ist. Ja? Und ja, das liegt daran, dass die damit den Markt pumpen können. Und ich glaube auch, dass sie den Markt damit manipulieren. Ja? Und ich glaube jetzt, dass noch nicht jetzt die Zeit ist, wo dieser Crash kommen wird. Ich glaube, wir werden noch weiter pumpen. Aber irgendwann wird dieses Kartenhaus gleich zusammenbrechen. Und dann willst du nicht in USD Tether sein oder in den BNB-Token investiert. Ja? Außer sie können das irgendwie regulatorisch noch alles so hinbiegen, dass sie da keine Probleme kriegen. Ja. Aber da sehe ich ein Riesenrisiko, das auf uns zukommt. Und wie kann man jetzt davon profitieren? Also ich will damit nicht sagen, dass Bitcoin nicht noch abgehen wird. Ja, also ich glaube, es wird noch abgehen. Ja, also wir sehen auch hier zum Beispiel, dass wir jetzt noch lange nicht diese Gains hatten wie bei den anderen Bullruns. Ja, also wir sind hier noch am Anfang von dieser Spitze. Wir werden noch richtig wegzischen, ja, wenn man im Vergleich damals die anderen sieht. Nur diesmal rechnen viele Leute damit, dass wenn der Preis oben ist, es einfach immer weitergeht, weil sie sozusagen den Supercycle erwarten, der ja sozusagen ja auch stattfinden könnte, dass die Lows nicht mehr so tief gehen, wie man sich das vorstellt, wenn genug Institutionelle reinkommen. Aber wenn so eine Bombe platzt, wie ich sie hier jetzt gerade die Warnsignale sehe, ja, wenn Binance wirklich down geht, ja, also wenn diese ganzen USDT-Trading-Paare down gehen, wenn Tether down geht, ja. Wieso löscht er seinen Twitter-Account nach einer Untersuchung? Ja, also das sind alles so Sachen, da muss man echt aufpassen, weil wenn das dann reinfährt, dann kannst du den Bitcoin-Preis schnell wieder runterholen und dann sehen wir vielleicht wieder so einen 90% Dump, ja. Und darauf muss man einfach gefasst sein, dass das auch ein Szenario ist, das möglich ist. Ich glaube jetzt nicht, dass es die Kryptoszene unbedingt auf lange Zeit jetzt schaden würde. Ja, es würde kurzfristig für einen harten Dump sorgen und das Vertrauen in die Kryptoindustrie stark schädigen. Aber danach werden sich, glaube ich, die klaren Gewinner dieser Krise positionieren und das könnte dann wieder eine Chance bieten. Und ja, da kommen halt dann alle Exchange-Coins in Frage, die so am Markt sind, alle Exchanges, die sich durchsetzen können. Ob jetzt dann Coinbase in die Fußstapfen tritt, KuCoin, FTX, Gate.io, Kraken, Bitpanda etc., was auch immer, ja. Die werden die Profiteure davon sein, vor allem die Coins. Die Leute werden Alternativen dazu suchen, falls dieses Szenario wirklich eintrifft und dieses Kartenhaus zusammenbricht, ja. Ja, und es ist hier keine schlechte Idee, in dem Fall dann ein paar Anteile von der Börse. Ja, im Coinbase-Fall kann man jetzt nur Aktien kaufen, ja, von Coinbase. In KuCoins Fall kann man jetzt die KCS kaufen, sind die KuCoin Shares, wie der BNB jetzt auf Binance, ja. Auf FTX gibt es den FTT-Token, auf Gate.io bin ich nicht unterwegs, da kann ich euch leider nichts dazu sagen. Vielleicht haben die auch einen eigenen Token, das weiß ich nicht. Kraken hat jetzt auf jeden Fall keinen eigenen Token,
aber die werden sicher auch irgendwann mal auf der Börse gelistet und dann wird man sich dort auch Aktien kaufen können. Ja? Bei Bitpanda gibt es den Best-Token und irgendwann werden die sicher auch auf die Börse gehen, dann kann man sich dort auch Aktien wahrscheinlich kaufen. Ja, wie gesagt, das ist jetzt nicht sofort, dass jetzt sofort Binance down geht. Das ist es jetzt nicht, ja. Also es wird noch ein Zeitl dauern. Die Gesetzesmühlen drehen sich langsam. Also meiner Meinung nach sieht es nicht so positiv aus für Binance und alles drumherum. Und für USDT, das sieht es auch sehr kritisch aus. Ja, und was bei USDT passiert, das müssen wir auch gut beobachten, weil wie ihr gesehen habt, ziemlich viel Volumen rennt über USDT. Ja, und wenn das halt flöten geht, dann könnt ihr euch eh vorstellen, was los ist. Ja, gut. Das war's auch schon von diesem Video. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich habe es versucht, nicht zu lange zu machen. Ich habe es versucht, schön kurz und knackig zu halten. Wenn ihr euch mehr informieren wollt, alle Links sind unten in der Videobeschreibung. Ja, wenn es euch interessiert, wie ich das Geld von Binance umschicht, in welche Coins und was ich da genau mache, dann könnt ihr euch meine Serie Cashflow anschauen. Da gibt es bis jetzt zwei Teile. Am Ende vom Monat kommt dann Part 3. Und da habt ihr so einen Überblick über die ganzen Positionen, die jetzt aus diesem Bitpanda-Portfolio entstanden sind, sozusagen über die Börsen hinweg und wie ich das jetzt verteile etc. Ja, was mich noch interessieren würde, wäre, schreibt mir kurz unten in die Kommentare, was ihr von Binance haltet. Glaubt ihr, die werden das regulatorisch gebacken bekommen oder seid ihr eher der anderen Meinung, die gehen jetzt down, das wird den nächsten Crash auslösen? Wäre sehr interessant. Also, bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Video.